So, herzlich willkommen bei einem kleinen Video. Also, ich möchte mich erstmal herzlich dafür bedanken, dass ich 50 Abonnenten habe. Wenn ihr dieses Video seht, gehört ihr wahrscheinlich zu diesen Abonnenten. Deswegen danke an euch und für eure Unterstützung. Ich gebe mir Mühe, dass ich halbwegs qualitatives Material hochlade. Aber was wäre ein Abonnenten-Special ohne ein Dankeschön von mir? Ich kann es mir momentan nicht leisten, irgendein Gewinnspiel zu veranstalten oder sonst irgendwas, aber dafür kann ich euch etwas viel Wertvolleres mitgeben, und zwar Wissen. Was Wissen? Also, wer meine Videos in letzter Zeit verfolgt hat, der weiß, dass ich in letzter Zeit angefangen habe zu quickscopen. Ja, quickscopen. Kennt manche aus COD, irgendwo haben wir es schon mal gehört, manche haben es noch nicht gehört. Jedenfalls wollte ich euch mal so die Grundlagen, die ich bis jetzt, seitdem ich es mache, und ich will nicht sagen, dass ich es perfekt beherrsche, aber ich will euch die Grundlagen erzählen. Meine Lieblingswaffe, die M40A5, neben der Scout Elite, ist es die Waffe mit der höchsten Feuerrate, und zwar, ich glaube, 54 Schuss pro Minute, müsste so sein, ja, und sie bietet halt genau die richtige Mischung. Sie bietet viel Schuss pro Minute, das heißt, die Repetiergeschwindigkeit ist relativ hoch. Was ich euch nämlich zeigen werde, ist ja das Quickscopen. Und was macht das Quickscopen? Macht man sicher nicht so auf 200 Meter, sondern das macht man auf immer alles unter 15 Meter. Meistens sogar noch kleinere Reichweiten. Wenn man weiß, fürs Hüftfeuer reicht's nicht, aber trotzdem will ich den Typ schnell und sauber gekillt haben. Deswegen die M40A5. Die Scout Elite ist zwar in dem Fall auch noch sehr nett, weil vor allen Dingen, man sieht ja hier rechts, sie hat ein besseres Hüftfeuer, aber sie hat halt einen unglaublichen Damage Drop-Off. Das heißt, die Kugel macht weniger Schaden auf Entfernung. Das heißt, es gibt Entfernungen, auf die ist ein Headshot kein Insta-Kill. Und wenn man eine Waffe haben will, die sehr gut anwendbar ist, deswegen nimmt man die M40A5, das ist zumindest meine Meinung. Wenn man auf ganz große Reichweiten geht, zum Beispiel die M98B oder irgendwelche Waffen dazwischen, das sind alles Waffen, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber mit der M40A5 kommt man eben im Close Quarter, mittlere Reichweite und große Reichweite, kommt man meiner Meinung nach damit am weitesten. Und damit genug vom Gelaber, wir wollen hier einfach mal einsteigen. So, man sieht hier natürlich, wir sind hier auf der Teststrecke und deswegen suchen wir uns am besten einen Platz, wo wir in Ruhe schießen können. Das heißt, ich gehe erstmal, sorry fürs Rumzappeln, aber es ist so die Gewohnheit. Das solltet ihr euch vielleicht auch angewöhnen, falls ihr mal anders snipern wollt als bisher, denn der Kurzreichweiten-Sniper hat in Battlefield 3 und 4 einen großen Nachteil. Und zwar, dass er immer nur einen Schuss und dann erstmal repetieren. So. Da kann man natürlich auch noch die Spielerei machen, aber braucht keiner. Wir wollen das hier machen. So. Es gibt die eine Sorte Sniper. Die eine Sorte Sniper ist, man ist irgendwo weit, weit weg. Man sieht ein Ziel. Oh, da ist ein Ziel. Man wartet. Oh, ich mache jetzt nichts mit der Maus. Ihr merkt, dass es leicht schwankt. Okay, soweit sollte das jeder kennen. Shift gedrückt halten, er holt Luft. Man kann zielen. Treffer. Alles soweit noch klar. Das ist zum Beispiel die eine Sorte von Sniper. Es gibt die Leute, die laufen irgendwo hin. Oh, da ist ein Gegner. Reinzoomen, zielen, Schuss. Da habt ihr gesehen, er hat kurz repetiert. Und es geht auch ziemlich flott. So, jetzt gibt es natürlich noch andere Sorten von Sniper. Es gibt die Leute, die zum Beispiel schon mehrere hundert Stunden gesniped haben und vielleicht sogar schon kompetitiv gespielt haben oder vielleicht sogar kompetitiv CSS, CSGO oder sonst irgendeine von den Shootern. Die machen dann so, ich zieh mal ungefähr hin. Seht ihr? Die fliegen dann einfach nur. Das heißt, wenn sie sich ganz sicher sind, und es ist auch eine Angewohnheit von mir, wie ihr gesehen habt, ich habe sofort nachgeladen. Das heißt, reinzoomen. Und so kann man sich schon mal gleich umgucken. Und gleich den nächsten abgeben. Der ist vielleicht nicht immer der genaueste, aber es geht schnell.
Und das ist das, was zählt als Close Quarter Sniper. Es muss verdammt schnell gehen. Nicht hingucken, ist die Kugel angekommen oder nicht, sondern schießen. Oh, da hat er einen kleinen Sprung gehabt. So. Da seht ihr's. So. Das war so die Sachen, die man auf größere Entfernungen macht. Dann, was gibt's noch? Keine Angst, zum Quickscopen kommen wir gleich auch noch. Suchen wir uns irgendwas anderes, auf das wir schießen können. Ja, was haben wir denn hier noch so? Wir haben hier ein paar Betonmauern. Ja. Ah, hier haben wir doch wieder schon ein paar Sachen. Da kann man sich schön hinstellen. Ich weiß, normalerweise sollte man da vorne stehen, aber das ist ja jetzt auch egal. Dann. Zack. Ihr solltet natürlich mit dem Aiming ein bisschen zurechtkommen. Aber jetzt geht es natürlich die Sache, ihr könntet nah an dem Gegner dran stehen, aber der Gegner bewegt sich und ihr seid doch nicht so sicher, dass ihr jetzt sagen könnt, ich kann den machen. Also, quasi ein Quickscope loslassen und euch sicher sein, genau da, wo meine Kugel einschlagen wird, da ist dann auch der Gegner. Sondern, was man machen kann, wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist, aber trotzdem weiß, meine Reaktion ist gut. Das heißt, man zielt irgendwie, fährt kurz dem Gegner nach, quasi man hat schnell reingezielt, also ist schon im Zielen drin und der Gegner bewegt sich quasi. War jetzt natürlich nicht so gut. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt. So. Was ich damit meine. Es gibt viele unterschiedliche Stufen von Snipern. Die erste Stufe ist rein, zielen, Ziel verfolgen und dann das Ziel abschießen. Das ist sehr langsam, aber sehr präzise. Sollte man nicht unterschätzen. Es gibt viele Leute, die das sehr gut können. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, man ist schnell unterwegs und der Typ verschwindet gleich hinter einer Mauer, wie zum Beispiel hier. Und dann muss man sich eben beeilen. Zack. Und da ist er weg. Das heißt, wenn es schnell gehen muss, muss man sich auch mal auf seine Intuition verlassen. Es kann doch sein, dass man mal einen Schuss daneben setzt. Ich hier zum Beispiel. Aber genau aus dem Grund. Habe ich die Waffe hier gewählt. Wie ihr seht, ich konnte sehr schnell sehr viele Schüsse hintereinander abfeuern. So. Nun kommen wir zur Königsdisziplin. Okay, ich habe kaum noch Munition. Da vorne ist eine Munitionskiste. Aber ich werde versuchen, die Sache im Video so hinzubiegen. Oh, Munition ist nachgeladen. Sehr gut. Oh, und da hat man ganz viele verschiedene Sniper rumliegen. Oh, ach, das sind diese Battle Pickups. Okay, Spaß beiseite. Was uns interessiert, wie habe ich das jetzt gemacht? Also, ich bleib mal ganz ruhig stehen, mach nichts mit der Maus. Rechtsklick gedrückt halten. Also es gibt manche Leute, die machen Klick und dann ist man reingezoomt, aber ich mache gedrückt halten, bleibt reingezoomt. Ist für mich angenehmer zum Quickscopen. So. Ich mache nichts. Reingezoomt. Bullet Sway, also dieser Sway, also dieses Schwanken, das gibt's halt mal. So. Ihr seht ja, wenn man sich bewegt, bewegt sich auch das Fadenkreuz mit. Also dieses Kreuz, das hier leicht oben, jetzt da oben an der Kante und hier links an der Kante das Fadenkreuz. Das ist natürlich hier sehr groß, um dann anzuzeigen, wenn man aus der Hüfte schießt, passiert das hier. Das kann überall hingehen. Aber man ist sich nie sicher. Es wird in diesem Bereich landen, die Kugel. Man ist sich nie sicher, wo die Kugel landet. Deswegen, so, schießen wir jetzt einmal auf diese Stelle. Wir haben genau hier hingezählt und hier getroffen. So. Zielen wir mal ungefähr auf die andere Seite hier hin. Ihr könnt es ja ungefähr sehen. So. Man kann es immer so ein bisschen üben. Machen wir erstmal ganz kurz. Nur ganz leicht antippen. Da tut er immer so. Ah, reinzoomen, 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 reinzoomen. Und immer so ein kleines bisschen länger. Und wenn man dann quasi schon dieses. Deswegen werde ich euch gleich nachher noch was erklären. Wenn man schon diesen Bildschirm hat, man ist schon fast drin,
quasi, wenn der Bildschirm quasi schon schwarz wird, weil hier seht ihr, es ist schwarz um das Fadenkreuz rum. Wenn man quasi schon dieses Schwarz hat, quasi der Frame, der ankommt, dass man dieses Schwarz hat, in dem Moment. Und hat hierhin gezielt, hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen konntet, aber schnell reinzoomen und bevor man überhaupt quasi, bevor man überhaupt reagieren kann und vielleicht nachjustieren kann oder so, es muss ja schnell gehen. Das heißt, ihr seid hier, rennt um die Ecke und dann zack. Okay, da habe ich nicht lang genug gewartet, bis er repetiert hat, da war ich etwas zu schnell. Bitte um Verzeihung, ich bin auch noch kein Profi, aber hier so, zack. Deswegen, auf so eine Entfernung ist es noch nicht so genau, wie ihr seht. Oh, da hat er, da habt ihr es gesehen. Da hat er eben gut um die Ecke geschossen. Aber, was ich eben damit meine, ist... Es geht halt wirklich auf Entfernungen von unter 10 Metern. Ihr seid irgendwo am Rennen, da kommt ein Gegner auf euch zu und... Da muss man sagen, kenne ich meine Waffe irgendwie noch nicht gut genug. Aber ich glaube, ihr versteht wirklich gut, was ich meine. Gegner. Das ist gequickscoped. Das war so schnell, dass man nicht nachvollziehen konnte, wo ziele ich genau hin. Das heißt, ihr müsst eure Waffe gut kennen. Ihr müsst wissen, wie schnell kann ich repetieren. Es gibt auch schon die Möglichkeit zu schießen, bevor ihr wirklich so reingezoomt habt. Also, das heißt, man sieht noch nicht mal dieses Schwarze. Also so, man sieht noch nicht mal das Schwarze. Ich weiß nicht, ob ihr es bei den 30 Frames, die YouTube liefert, sehen könnt. Aber dieses Schwarze ist quasi schon fast zu viel. Was ihr sehen müsst ist... Und ihr müsst wirklich eure Waffe wirklich sehr gut kennen. Das ist die Voraussetzung. Euer Aim muss sehr gut bis sehr gut sein. Denn sonst könnt ihr sowas vergessen. Und wer bis jetzt durchgehalten hat, ist gut, weil mein Gelaber erträgt man auch nicht unbedingt lange. Viele, die quickscopen wollen, das sind ja so Leute, die... Ah ja, ja, ich will Sniper spielen. Sniper ist cool. Sniper, high damage. Und trotzdem... Aber ihr habt gesehen, dass es manchmal noch nicht so richtig schön flüssig läuft. Selbst wenn man gequickscoped hat. Ich habe mich ja bewegt währenddessen. Und es ist etwas daneben gegangen. Das heißt, selbst beim Quickscopen müsst ihr... Solltet ihr stehen bleiben. Auch wenn ihr nur für einen kurzen Moment stehen bleibt. Weil ihr habt ja gesehen... Manchmal geht es einfach daneben. Ich weiß nicht, ob ich da einen Fehler gemacht habe. Vielleicht könnt ihr mich aufklären, weil die Leute, die dieses Video sehen, sind auch sicher ein paar Pros dabei. Aber wie ihr seht, ich bin ein bisschen hektisch. So, kommen wir zu den Frames. Was machen die Frames für einen Unterschied beim Quickscopen? So, Quickscopen ist... nicht leicht. Es ist nicht unmachbar. Mit ein bisschen Übung kriegt man es ganz gut hin. Es aber zuverlässig und genau hinzukriegen, ist natürlich, wie bei vielen Sachen, eine Kunst. Die Frames spielen insoweit eine Rolle, wenn ihr 30 Frames habt. Das heißt, es macht dann so... Und quasi, ihr seid quasi schon reingezoomt im Spiel... Aber die Frames, die auf eurem Bildschirm ankommen, wenn ihr zum Beispiel nur 30 Frames habt, sind quasi schon zu spät. Das heißt, ihr schaltet... Wie ihr seht, es muss schnell gehen. Es muss verdammt schnell gehen. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr solche Spielereien machen könnt. Das heißt, es muss schnell gehen. Ihr geht um eine Ecke. Es muss eben verdammt schnell gehen.
Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr nur 30 Frames habt, dann habt ihr auf eurem Bildschirm nur 30.